Guten Tag. Ich sehe noch etwas verschlafen aus, weil ich war schon zu Hause. Um 4 oder so war ich schon beim zweiten Beintraining der Woche zu Hause. Und ich habe heute früh eine Diskussion mal wieder auf Facebook gelesen, die anscheinend alle extrem interessiert, weswegen ich habe dazu auch was geschrieben. Und ich dachte mir, ich muss da einfach mal ein kleines Video dazu machen, weil da zu viel Scheiße erzählt wird von diversen Seiten allerdings, muss man sagen. Also nicht nur jetzt von diesen neuen Fitness-YouTubern, sondern auch von Oldschool-Bodybuildern. Egal was jetzt, ja, also geht übrigens nicht um Markus Rühl. Hab mir das Video nie angeguckt, was er dazu sagt. Es geht einfach nur darum, wie oft sollte ich einen Muskel in der Woche trainieren? Da kommen ganz schnell die Antworten. So und so, so und so. Die, ich nenne sie jetzt mal, naturale Fitness-Shredded-Ästhetik-Gruppierung plädiert sofort auf wissenschaftlichen Befunden, dass ein Push-Pull-Plan, den Muskel zweimal in der Woche zu trainieren, das Nonplusultra darstellt, aufgrund von Proteinsynthese und eben Muskelgeneration und so weiter und so fort. Fraktion 2 Oldschool Bodybuilding beharrt eher darauf zu sagen, nein, den Muskel einmal die Woche trainieren und so weiter und so fort. Nun ist der erste Punkt, den ich euch mal kurz rausnehmen muss, für die Leute, die immer wieder gerne in die Stoffdiskussion einsteigen wollen. Bevor ihr über Stoff diskutiert, muss ich euch sagen, ja, ihr habt natürlich ein bisschen vielleicht drüber gelesen und sowas. Ihr solltet aber nie vergessen, es gibt schon mal überhaupt gar keine einzige längerfristig durchgeführte Studie im Bereich dieses Sports. Es gibt nur Studien, die euch erklären, wie das Medikament und so weiter funktioniert, im Sinne eines normalen Gebrauchs, dieser ja außer Kraft tritt im Bodybuilding. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es gibt keinen Unterschied im Training zu, ich bin auf Stoff oder ich bin nicht auf Stoff. Es gibt keinen Unterschied. Warum, erkläre ich euch auch gleich noch. Also der Fakt ist, dass viele Leute immer noch davon ausgehen, dass Steroide euch zum Hulk machen, dass Steroide euch in Sphären vorsteigen lassen, die unfassbar sind. Die traurige Wahrheit ist, dass wenn ihr Jungs seht, die extrem gut sind, oder ein Phil Heath oder sowas, dann könntet ihr genau die Steroide nehmen wie er oder wie jemand anders und ihr würdet trotzdem nicht annähernd so aussehen. Denn sehr, sehr viel im Sport hat immer mit Genetik zu tun. Das sehen Leute, eigentlich ziemlich easy. Ihr und drei Freunde meldet euch im Fitti an. Ihr kriegt ja alle den gleichen Plan im Fitti. Ja, ihr macht in der Freizeit alles das Gleiche. Keiner von euch hat einen Plan von irgendwas. Ihr fangt einfach an und bei zwei von euch passiert gar nichts. Und bei dem einen funktioniert es einfach. Egal was ihr macht, es funktioniert einfach. Denkt mal logisch. Dieser Mensch, wenn der alles richtig macht, dann wird er in Richtungen kommen, was seinen Körper angeht, die ihr nie erreichen werdet. Die ihr vielleicht mit vielen Steroiden erreichen werdet, aber sonst sowieso nicht. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ein Steroid macht für euch als Trainierenden nichts einfacher. Ja, manche vielleicht missbrauchen das in so einem Sinn, dass sie sagen: Hey, ich bin etwas fauler, ich möchte nicht so sehr auf die Ernährung achten und so weiter. Ja, dann kann man mit bestimmten Steroiden dort seinen Körper etwas manipulieren und sagen: Das gleiche ich damit aus, aber nicht 100%. Ja, also das heißt, wenn jetzt jemand habt, der sagt, ach, ich möchte nicht ganz so auf die Ernährung achten, dann haut er sich XY ein bisschen was rein und dann ist er auf dem gleichen Level wie ihr, der auf alles ganz genau achtet. Punkt. Aber im Endeffekt, die Leute, die mit Steroiden viel, viel krasser aussehen als ein normaler Mensch, das hat mit den Steroiden an sich nichts zu tun. Ein Steroid bringt in das Spiel Bodybuilding einfach nur noch eine Variable dazu, auf die man mehr Acht geben muss. Das ist nicht positiv. Und zwar ist es euer Hormonhaushalt, der halt extrem stark beeinflusst wird. Aber ansonsten müsst ihr euch vorstellen, es ist natürlich abhängig davon, welche man konsumiert. Ist es eher so, nehmen wir mal das Training, okay? Fangen wir mal mit dem Training an. Ihr habt mehr Leistungsfähigkeit, sprich, ihr habt mehr Kraft, sprich, beim Bankdrücken macht ihr vielleicht auf einmal 100 Kilo nicht 10 Mal, sondern 12 Mal. Sprich, der Reiz, den ihr dem Muskel aussetzt, ist größer. Nachfolgend müsst ihr aber auch dem Muskel die Erholung geben, die ihr braucht. Natürlich tut ihr euch durch Steroide auch schneller regenerieren. Ihr müsst eurem Körper aber auch mehr Nahrung zuführen, weil euer Körper einfach
besser funktioniert, der Stoffwechsel funktioniert besser, die Hormonaktivitäten sind höher, die Proteinsynthese ist gesteigert. Wenn ihr das nicht macht und vor allen Dingen nicht mit sinnvollen Lebensmitteln, dann passiert das, was ihr bei ganz vielen im Fitnessstudio seht. Ihr seht ganz viele junge Leute im Fitnessstudio, die ballern sich irgendwas rein, was ich absolut nicht gutheißen kann. Und dann seht ihr die mit einem riesen Wasserkorb und die sind einfach nur extrem aufgeschwemmt und man sieht, es ist Wasser. Ist ein Unterschied, ob Wasser oder Fett. Ja, wenn ihr jetzt einfach nur fett werdet, dann hat das nichts unbedingt mit Steroiden zu tun. Aber das Fettwerden von einem Steroidanwender sieht ganz anders aus. Und da kennen wir alle die Leute, die sehen wir, die haben so ihr Halbjahrestraining meistens, die kommen ein halbes Jahr, gehen auf wie Schmitz' Katze und dann gehen die wieder ein. Das hat tatsächlich was mit Steroiden zu tun und ist ein ganz klarer Missbrauch dieser und ist wirklich dumm und das sind Idioten. Punkt. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass Steroide, die bringen euch nicht den Vorteil, den viele von euch denken, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ihr es ja gar nicht gemacht habt. Und ihr euch gar nicht mit den Leuten auseinandersetzt, die es machen, weil ihr von vornherein schon eine Meinung habt, die halt dagegen ist. Was nicht schlimm ist. Zu dem Thema muss man sagen, Steroide haben nichts mit Bodybuilding zu tun. Also wenn immer dieser Spruch kommt, Steroide und Bodybuilding, Steroide und Bodybuilding. Also ich kenne Profisportler aus ganz, ganz vielen Bereichen. Und das Ding ist, Steroide sind überall mit drin. Beim Boxen, beim UFC, beim Golf, beim Fußball, beim Eishockey, beim Football. Also überall. Es ist nicht so, dass jeder Steroide nimmt. Aber es ist so, dass sie überall vertreten sind. Und es nun mal auch für die Leute Sinn macht, wenn man sagt, man tut seinen Lebensunterhalt vielleicht damit bestreiten oder sonst irgendwas. Es ist nur eben nichts für kleine Kinder. Es sind halt Medikamente. Das ist wie ein Führerschein. Das ist auch nichts für kleine Kinder, weil es bringt dich natürlich schneller von A nach B. Aber es ist auch gefährlich. Ja, wenn man es nie unter Kontrolle hat, genauso ist es bei Steroiden auch, die können dich schon schneller voranbringen. Aber wenn du es nie weißt, was du machst, ist es halt gefährlich. Und das ist, was viele junge Leute ein Problem haben. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Eigentlich wollte ich nur ein Video machen über das Training, aber das Thema hat was damit zu tun, weil es immer wieder aufgegriffen wird. Steroide helfen euch, wie gesagt, ihr seid leistungsfähiger. Sprich, im Endeffekt müsst ihr mehr Gewicht bewegen, ihr müsst euch mehr anstrengen im Training, ihr müsst eventuell mehr Sätze machen, weil euer Muskel gar nicht so schnell erschöpft ist, wie wenn ihr nichts nimmt. Je mehr ihr das nach oben schraubt, desto mehr eventuell müsst ihr machen. Weswegen ich extrem gegen die Mentalität bin, vieler heutiger Bodybuilder, die übelst wenig machen. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich meine, ich weiß, ich kenne die hormonellen Hintergründe davon. Also ich weiß den Sinn dahinter, warum sie es machen, den ihr nicht kennt, ja. Das ist wieder das Problem. Deswegen haltet euch aus Diskussionen raus, von denen ihr nichts versteht. Das ist wie, als würde ich mich in eine Diskussion reinhängen übers Schlittschuhlaufen oder sowas. Ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich bin mal Schlittschuh gelaufen. In der Grundschule hatten wir das. Aber das ist ein bisschen lange her. Das heißt ja nicht, dass ich Ahnung davon habe. Und das ist das Problem von vielen Leuten. Heutzutage, das Internet gibt euch halt die Möglichkeit, in eine Diskussion einzusteigen, indem ihr Google benutzt. Trefft euch mal mit jemandem auf der Straße und redet über dieses Thema, habt halt kein Google zur Hand oder was auch immer und ihr labert einfach nur Scheiße. Punkt. Wie gesagt, euer Training sollte stärker sein. Nehmen wir jetzt mal an, ihr macht immer, keine Ahnung, für die Brust, drei Übungen, fünf Sätze, habt 15 Sätze mit einem bestimmten Gewicht und einer bestimmten Intensität. Wenn der Steroid ins Spiel kommt und der Rest auch alles passt, dann müsst ihr das halt nach oben schrauben. Punkt. Ja, so. Der nächste Punkt ist, ihr regeneriert schneller. Da ihr schneller regeneriert, ist die Superkompensation schneller erreicht. Sprich, der Punkt, euer Muskel fängt hier an, wenn ihr trainiert, während des Trainings macht ihr den kaputt, danach baut er sich wieder auf, ihr wollt den Punkt erreichen, wo er ein bisschen größer aufgebaut ist. Das ist die Superkompensation, weil wenn ihr da trainiert, wo er noch gar nicht aufgebaut ist, nimmt er immer mehr ab. Wenn ihr da trainiert, wo er vorher war, dann bleibt er einfach immer gleich und stagniert einfach. So. Also, ihr müsst jetzt den Punkt herausfinden, wann trainiere ich den Muskel wieder? Ja, das ist nicht so leicht. Und das ist das, was viele von euch, egal ob Steroide oder nicht, eben anscheinend nicht verstehen wollen. Diesen Punkt herauszufinden, der ist nicht so leicht. Und wer sich da ein bisschen auf die Wissenschaft einfach nur verlässt, also, was haben die denn für Studien gemacht? Mit 1 Million Menschen? Weil ansonsten wäre das nicht möglich, weil extrem viele Faktoren natürlich da reinspielen. Ne? Wann, wie oft solltet ihr also euren Muskel trainieren? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Ich fange mal mit dem Training an. Faktor 1 ist, was für Übungen benutzt ihr? Benutzt ihr Übungen, die mehr Muskelfasern benötigen, um die Aktivität auszuführen oder weniger? Sprich, eine Kniebeuge ist für euren Körper wesentlich anstrengender und hat hormonell andere Folgen als ein Beinstrecker. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, was für Arbeitsgewichte benutzt ihr denn? Benutzt ihr ein schweres Gewicht oder ein leichtes? Macht ihr eher 30 oder 10 Wiederholungen oder 3? Der nächste Punkt ist,
wie schnell werden diese Wiederholungen ausgeführt? Das heißt, unter welchem Stress stehen die Muskelfasern während des Satzes? Macht ihr eine Wiederholung, die insgesamt 15 Sekunden dauert? Das ist eine ganz andere Wiederholung, als die 2 Sekunden dauert. Das ist auch was vieles. Wie viele Wiederholungen soll ich machen? Wie lange dauert denn deine Wiederholung? Was sind denn das für Wiederholungen? Machst du eine Wiederholung, die vielleicht so geht? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oder machst du einfach nur so? Die Wiederholungen, die kann man doch nicht gleichsetzen. Das ist ein Riesenunterschied. So. Wie viele Sätze macht ihr? Wie kurz sind die Pausen zwischen den Sätzen? Hat ja auch alles wieder damit zu tun, was ihr für einen Reiz setzt dem Körper. Denn nach einer kurzen Pause ist der Muskel noch nicht regeneriert, also noch nicht hundertprozentig leistungsfähig. Ihr könntet also nicht so gut zerstören wie vielleicht mit einer längeren Pause. Eine kurze Pause hat nämlich einen ganz anderen Sinn, als unbedingt eine Superkompensation zu erreichen. Ja? Also dieses Blood Volume Training, den Muskel aufpumpen und sowas, ist ein bisschen was anderes. Es gibt ja nicht nur eine Muskelfaserverdickung, aber darauf gehe ich jetzt nie ein. Das sind erstmal so ein paar Trainingspunkte. Ja? So, da könnt ihr schon mal gucken, in was für eine Richtung geht es denn? Was auf jeden Fall ein Punkt ist, jeder Körper von euch ist anders. Warum? Also, es fängt an mit Schlaf. Schlaft ihr 5 Stunden, 8, 7, 10? Macht ihr Mittagsschlaf? Habt ihr eine körperlich anstrengende Arbeit? Habt ihr eine leichte Arbeit? Ist die mit Stress verbunden? Also Stress, wie viel Stress ist euer Körper ausgesetzt? Hat hormonell starke Folgen, die sich wieder negativ auf Proteinsynthese auswirken, die sich negativ auf euren Schlaf auswirken, die sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und so weiter ausführen, wirken. Was esst ihr? Esst ihr ausreichend? Wie viel esst ihr? Wie hoch ist euer Muskulaturanteil überhaupt? Gott, es gibt so viele Faktoren. Habt ihr irgendwelche Erkrankungen? Ja? Habt ihr Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen? Habt ihr Erkrankungen, die in euren Hormonhaushalt negativ eingreifen? Vor allem darf man nicht vergessen, wenn ihr eine Erkrankung habt, ist euer Körper mit einer Sache dauerhaft mehr beschäftigt als bei einem gesunden Menschen. Das heißt, er hat weniger Energie, also jeder Körper hat die gleiche Menge Energie, in Anführungsstrichen sage ich es mal. Wenn ihr einfach eine Krankheit habt, könnt ihr euch einfach vorstellen, dass eurem Körper etwas weniger Energie davon zur Verfügung stellt, um eure Muskeln aufzubauen. Punkt. Das muss man also auch wieder mit einbeziehen. Es gibt unzählige Faktoren, aus denen sich dann zusammensetzt, wann, wie oft ist es denn sinnvoll. Das ist wie wenn meine Kunden zu mir kommen und sagen, ist es denn für jeden sinnvoll, so viel zu trainieren wie du oder eben nicht oder was auch immer. Punkt 1 ist, die Einstellung zum Sport ist ganz wichtig. Und da sind wir bei einem großen Thema, was heutzutage die Jungs haben. Ihr lernt durch eure Fitness-YouTuber-Menschen einfach, dass ihr auf gar keinen Fall länger als so trainieren sollt, dass ihr auf gar keinen Fall mehr als so essen sollt und so weiter. Mit dieser Einstellung geht ihr schon an den Sport heran, ohne es überhaupt zu probieren. Und dadurch wird eine Pussy-Gesellschaft im Training herangezüchtet, die nur noch ganz kurz im Studio sind, die ein ganz leichtes Training eher machen und die kaum was essen und sich dann darüber beschweren, dass sie ja nicht so riesig werden können, weil sie keine Steroide nehmen. Nein, daran liegt es nicht. Es liegt oft daran, dass ihr einfach wie Weicheier trainiert und dass ihr viel zu wenig esst, weil ihr auf diesen Zahlen beharrt, die ja von irgendwelchen Studien kommen. Das ist aber Schwachsinn. Ihr müsst es einfach mal probieren. Probieren geht immer über Studieren, immer. Ein Koch, der wird kein Rezept rausbringen, ein guter Koch, bevor er es nicht 10.000 Mal probiert hat, wie es auch wirklich ist. Da kann jetzt drinne stehen, in irgendeinem Buch, wenn da drinne steht, diese Lebensmittel ergeben eine super Komposition, das schmeckt übelst lecker. Denkt ihr, er macht das einfach und tut ins Kochbuch, ihr kocht das und schmeckt total scheiße? Man muss es ja vorher probieren. Und das ist euer Problem, ihr probiert es gar nicht erst. Ich weiß nicht, ob ihr zu eingefahren seid, zu eingesessen. Ich kann euch nur eins sagen, dass die Leute halt immer sehr, sehr viel mehr Erfolge im Sport haben, die ein bisschen tiefer denken, die ein bisschen um die Ecke denken, die versuchen, Sachen außer Kraft zu setzen, weil nämlich nicht alles in Stein gemeißelt ist, was diesen Sport angeht. Also für euch die Frage, wie oft trainiert ihr den Muskel denn am besten? Die ist nie pauschal zu beantworten. Wenn ihr jetzt ein Mensch seid und auch wie oft trainiert ihr die Woche? Nehmen wir jetzt an, ihr seid ein Mensch. Ihr habt extrem stressigen Job, ihr habt Hunde, ihr habt Kinder, ihr habt kaum Schlaf und euch nimmt das auch mit. Das ist auch so ein Faktor. Es gibt ja auch Leute, die können das einfach. Denkt mal drüber nach. Wer von euch hat denn vielleicht eine Mutti, die noch die Großeltern pflegt, die für euch alles zu Hause macht, die arbeiten geht und so weiter und die ist trotzdem fit? Es gibt andere Menschen, die sind da schon längst unten. Das müsst ihr auch verstehen. Es ist nicht jeder so wie ihr. Ihr wollt immer euch selber auf alle anderen projizieren. Das müsst ihr mal lassen. Ich mach das doch auch nie. Denkt ihr, meine Kunden haben alle meine Pläne? Denkt ihr, ich sag denen, ja, wenn ich das kann, dann müsst ihr das auch können. Das ist absoluter Schwachsinn. Und das zeigt einfach nur, wie kleingeistig ihr seid, wie wenig Erfahrung ihr überhaupt habt. Da habt ihr überhaupt keine Erfahrung anscheinend. Anscheinend habt ihr noch gar keine anderen Menschen kennengelernt als euch selber. Ich weiß es nicht. Oder nur Menschen, die eben auch diese Videos gesehen haben oder dieses Buch gelesen haben und deswegen eure Meinung vertreten. Deswegen denkt ihr, das ist die richtige, weil die das alle das Gleiche gelesen haben. Ist aber Schwachsinn.
Wie gesagt, jeder Mensch ist natürlich auch anders belastbar. Es kann auch nie jeder zu irgendeiner Spezialeinheit zur Soldat sein. Das geht immer nicht für jeden. Die Belastbarkeit ist natürlich ein wesentlicher Faktor auch. Und da kommen wir jetzt dazu. Sagen wir mal, ihr seid nicht stark belastbar, ihr habt viel Stress, ihr schlaft wenig und ihr seid ehrlich zu mir und sagt, naja, mit der Ernährung, das werde ich nicht ganz so einhalten. Dann werde ich euch empfehlen, ein Ganzkörpertraining zu machen. Ein lockeres Ganzkörpertraining, dreimal die Woche am Anfang, um eure Muskeln nicht zu überreizen, um euch keiner extremen Übersäuerung auszusetzen, welche eurem Körper auf die Dauer auch schaden kann. Das ist anstrengend für euren Körper. Somit werdet ihr beste Resultate haben. Wenn ich euch jetzt einen Plan in diesem Zustand gebe, der sagt, ihr trainiert fünfmal die Woche, jeden Muskel zweimal oder jeden Muskel einmal, aber volle Kanne, übelstes Volumen und sowas, und ihr geht immer über die Schmerzgrenze, dann wird das für euch nichts bringen. Genauso gestalte ich meine Pläne ja auch. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich habe die Zeit und ich weiß, ich kann sie mir frei einteilen und alles läuft und ich fühle mich gut, dann mache ich so extreme Sachen wie jetzt. Ich trainiere gerade den Muskel dreimal die Woche, aber nicht mit niedrigem Volumen. Ich trainiere dreimal die Woche hohes Volumen. Also ich habe insgesamt pro Muskel, denke ich mal, in der Woche so 70 Sätze vielleicht. Ja, aktuell. Und ich habe jetzt seit letzter Woche 2 Kilo zugenommen. Ja, die Wissenschaft, hä? Das hat die aber nie vorhergesagt, dass das funktioniert. Das sind so Sachen, da muss man einfach mal ein bisschen sich rantesten, aber das macht ihr ja einfach nicht, aber das ist ja egal. Also zum Thema Push-Pull, Muskel zweimal die Woche, weil übelst gut, und Muskel einmal die Woche, weil übelst gut. Also, wenn ihr Vertreter der Meinung seid, Push und Pull, den Muskel zweimal die Woche trainieren, ist das Nonplusultra, dann habt ihr keine Ahnung. Wenn ihr der Vertreter seid, dass einmal die Woche nur das Nonplusultra ist, dann habt ihr genauso keine Ahnung. Wenn ihr euch in der Mitte beide findet, dann seid ihr glücklich und reich mit Wissen beschenkt worden, habt Erfahrungen und habt euch darüber mal Gedanken gemacht, warum, wieso, weshalb. Weil, wenn ihr jetzt einen Zweiersplit zum Beispiel macht und ihr seid vielleicht erstens nicht so belastbar und zweitens esst ihr auch wie kleine Kinder, was oft der Fall ist. Ich sehe das oft, wenn ich mit den Leuten rede, die sagen dann, na, aber das ist ja alles zu viel, was du isst. Das kann dein Körper ja gar nicht verarbeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Wundern sich aber, dass sie nie in diese Leistungsrichtung kommen wie ich. Ja, dann hängt das auch damit natürlich zusammen. Und ich sehe das ja oft im Studio, ich sage mal so, ganz einfach, wenn ihr trainiert wie eine Pussy, und das sehe ich ganz oft im Studio bei den meisten einfach mal, trainiert mal eine Runde mit mir. Wenn ihr aber trainiert wie eine Pussy, dann müsst ihr halt den Muskel mehrmals pro Woche trainieren, weil einfach eben dieser Reiz, den ihr gesetzt habt, nicht so den Muskel außer Kraft setzt, sondern eben nur so. Und dann ist er eben noch schnell wieder da. Versteht ihr? Das heißt, die Phase, nach der ihr den Muskel wieder trainieren müsst, um den Reiz wieder zu setzen, die ist halt wesentlich kürzer. Wenn ihr aber trainiert wie ein Dorian Yates, ja, und euch beim Drücken halb den Darm ausscheißt, dann reicht es eben, wenn ihr den Muskel aller 7 oder sogar 8 oder 9 Tage trainiert. Genetik und viele Faktoren, die ich vorhin schon genannt habe, spielen da eine Rolle. Ich hatte mal einen Bekannten im Fitnessstudio, der hat einmal im Monat seine Brust trainiert und die war immer besser als meine. Einmal im fucking Monat. Und der hat diese scheiß Maschine gemacht, wo jeder den ganzen Stapel drücken kann. Mehr hat er nicht gemacht und der hatte riesen Titten, richtig geiles Volumen. Das hat nichts mit Stoff zu tun oder sonst irgendwas, sondern weil das für seinen Körper funktioniert hat. Jetzt erklärt das mal der Wissenschaft, erklärt das mal euren Leuten. Sollen die das abstreiten? Du kannst nichts abstreiten, was da ist. Du kannst nur Dinge abstreiten, die nicht vor deinem Auge passieren. Das ist eben das, was ihr habt. Eure Theorie, die kann ich immer abstreiten, die kann ich immer bezweifeln, wenn ich andere Sachen bereits gesehen habe. Und ich sehe es ja an meinen Kunden. Ich mache mit denen so viele Sachen, die haben mit eurem Mist halt einfach nichts zu tun. Eurem, sag ich jetzt mal halt, die sich darauf versteifen. Ja? Und die haben mega Erfahrung, mega Erfolge. Ja? Und das ist, wie gesagt, ihr müsst eure Erfahrung, euer Wissensspektrum erweitern. Ihr dürft nicht so kleingeistig sein. Das ist ganz wichtig. Der Mensch ist heutzutage so fixiert auf etwas. Das ist wie, yo, wenn der nicht die Musik hört wie ich, dann ist der blöd. Hey Leute, das ist doch jedem seine Sache, ob der Schlager hört, ob der Heavy Metal hört, ob der Justin Bieber hört. Bitte nicht. Oder Hip-Hop, das ist mir doch scheißegal. Was hat das mit dem Menschen zu tun? Das ist doch sein Geschmack. Die Kleidung genauso. Die Haare genauso. Das muss doch keiner so eine Frisur haben wie ich. Das ist mir doch scheißegal, was derjenige für eine Frisur hat. Und genauso ist es im Training. Es kann nicht für jeden das gleiche funktionieren. Es kann nicht für jeden das gleiche Essen funktionieren. Ihr könnt auch nicht sagen, so viel Gramm Eiweiß ist am besten, so viel Gramm Kohlenhydrat ist am besten, weil die Studie XY hat das gesagt. Diese Studien und so, das ist alles viel zu kurzwierig. Ihr wisst alle, dass Bodybuilding in
extrem langer Prozess ist. Da könnt ihr doch nicht von solchen Sachen einfach ausgehen. Natürlich ist es wichtig, irgendwo einen Anhaltspunkt zu haben. Deswegen, jeder Anfänger, dem sage ich einfach mal so, wenn er einen Tipp braucht, mach erstmal ein Ganzkörpertraining. Nach einer Weile vielleicht einen Zweiersplit, den du zweimal in der Woche machst. Und dann vielleicht einen Dreiersplit, den du aber auch zweimal in der Woche machst. Einfach um die Intensität zu erhöhen. Und dann erstmal gucken, weil die meisten Leute, die sind nicht in der Lage dazu, weil sie sie auch gar nicht wollen. Vergesst eins nie, die meisten von euch da draußen und auch diese Fitness-YouTuber, die sind keine Leistungssportler, die sind nicht im Kopf reine Sportler. Die Leute, die ihr meistens auf der Bühne seht, gegen die viele von diesen Fitness-YouTubern ja etwas auch haben und sagen, man auf der Ried und sowas, das sind die Menschen, die ihren kompletten Tag nur danach richten, seit Jahren, nicht gerade jetzt, weil es mal in ist, sondern seit Jahren, die nicht auf Party gehen, die sich nicht jeden Tag mit Freunden treffen und so weiter. Die wirklich essen, schlafen und trainieren und nicht so, wie ich das von euch oft höre, aber es ist nicht der Fall. Ich sehe so viele Profile, davon kann ich das ja ableiten, bei Facebook und sowas und da steht immer, ja, ihr macht ja alles volle Kanne, aber ich sehe bei euch immer, dass ihr oft weggeht, dass ihr oft andere Sachen esst und, also ihr ein ganz normales Leben eigentlich noch führt. Dann könnt ihr natürlich nicht an die Leistungsgrenze kommen. Und das ist auch das Problem, was ihr ja mit den YouTubern habt, die ihr als Vorbild oft habt, ihr denkt, das ist das Nonplusultra, mehr geht nicht. Natürlich geht mehr. Wenn man ein Sportler ist, geht mehr. Guckt euch doch mal Leistungssportler an. Kennt ihr Bundesliga-Fußballspieler oder was auch immer? Die meisten von denen, die reißen sich jeden Tag den Arsch auf. Der Boxer, der ganz oben ist, reißt sich jeden Tag den Arsch auf. Der Billardspieler, der muss jeden Tag trainieren. Der Footballer, der muss jeden Tag trainieren. Immer, 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 immer. Und die sind besser, weil sie das leben. Und nicht wegen irgendeinem Scheiß. Ihr werdet nie in die Richtung kommen. Ihr werdet nie so gut sein wie einer von denen. Das werdet ihr einfach nicht. Und das müsst ihr mal verstehen. Wenn ihr das gar nicht wollt, werdet ihr es auch nicht. Und es ist doch auch nicht zu verurteilen, dass ihr es nicht wollt. Aber ihr müsst dann halt auch den Mund halten und nicht auf diesen Leuten herumhacken, nur weil sie unbedingt das wollen, weil das denn ihr Lebensinhalt ist. Und es ist doch auch jedem gleichgestellt. Man kann auch nie anfangen zu sagen, ich finde es auch scheiße, wenn ich von Athleten sowas höre wie, oh, jetzt habe ich endlich nach 5 Jahren begriffen, es gibt mehr als nur Bodybuilding und so. Und bla 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 bla. Und alle so, ja, das ist voll toll, dass du jetzt verstehst, Familie und so. Hey, für manche ist aber Bodybuilding einfach das Leben. Warum könnt ihr das einfach nicht verstehen? Das ist doch jedem seine Sache. Der eine hat als Lebensziel eine Familie, ein Haus, einen Hund. Punkt. Heiraten, Kinder. Klassisch. Der andere hat als Lebensziel einfach nur, ich will Profi werden, ich will Profi werden, ich will Profi werden. Wenn es da nichts anderes gibt, dann ist das eben der Weg, den er einschlägt. Der nächste hat als Ziel einfach nur, ich will Business machen, ich will Geld, ich will in dieser Richtung erfolgreich sein. Erfolg hat nichts mit Geld zu tun, Erfolg hat was damit zu tun, ob ihr das erreicht, was ihr wollt. Den Bizeps, die Familie, was auch immer. Jeder ist anders und das müsst ihr einfach mal verstehen. Ihr könnt nicht alles einfach verallgemeinern. Das funktioniert nicht. Und das limitiert euch immer in eurem Erfolg. Das wird es immer tun, wenn ihr alles verallgemeinert und einfach nur strikt irgendetwas folgt. Ohne mal zu versuchen auszuweichen, ohne zu hinterfragen, dann werdet ihr immer stecken bleiben, immer. Also kurzum, wie oft und wie den Muskel trainieren, gibt es keine Antwort. Punkt, es gibt nicht das Perfekte. Wenn ihr den Muskel richtig krank trainiert, total fanatisch, masochistisch, in Schmerzgrenzen vordringt, die nicht normal sind, dann könnt ihr eine lange Pause haben. Und wenn da Riesenlasten wirken, wenn ihr also irgendeinen Bodybuilder seht, dessen Beintraining vielleicht so aussieht, dass der Kniebeuge macht mit 200 Kilo, 10 Wiederholungen, 5 Sätze, dann Beinpresse mit 600 Kilo, 10 Wiederholungen, ein paar Sätze und Hackenschmidt 250 Kilo, ein paar Sätze und dann noch Strecker und Beuger macht, dann kann schon sein, dass der Muskel halt einfach mal eine Woche braucht, um sich zu regenerieren. Mit den anderen Faktoren natürlich mit eingenommen, ja. Aber wenn ihr natürlich trainiert wie kleine Kinder, dann ist es klar, dass euer Muskel nicht so lange braucht, um zur Superkompensation zu gelangen oder was auch immer. Das ist doch logisch. Da muss man doch einfach mal seinen Kopf anschalten. Und es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das hat was, wie gesagt, die Faktoren, die dazu führen. Es ist ganz einfach. Es ist nicht so schwer. Und wie gesagt, ihr müsst aufhören, so kleingeistig zu sein. Jeder von uns lebt ein anderes Leben und hoffentlich das Leben, was er leben will. Oder versucht das zumindest, weil die Möglichkeit dazu haben wir. Und ihr müsst einfach mal aufhören, euch gegenseitig voll zu scheißen. Ehrlich, ja. Das geht einem so auf die Eier. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen. Diese beiden Fraktionen, die immer wieder aufeinander kacken, ja, ich stehe da so ein bisschen dazwischen. Weil die einen labern auch oft Scheiße und die anderen labern auch oft Scheiße. Also jetzt in unserem Sport, ja. Deswegen entscheide ich mich auch nicht für eine Seite hier und sage, hey, ne, ihr müsst einfach mal verstehen. Eine fest eingefahrene Meinung ist immer Scheiße. Und wenn ihr sagt, ja, das hat bei mir aber die übelsten Erfolge gebracht, dann ist es egal, dann ist es halt bei dir so. Und selbst wenn ihr sagt, ich habe 10 Leute vorbereitet, bei denen das funktioniert, dann ist es ja schön. Aber hättest du es anders probiert, wären die vielleicht noch besser. Woher willst du es wissen, wenn du es nicht probiert hast? Kannst du nicht wissen. Punkt. Aus. Ende. Und es ist doch immer gut, sein Wissen zu erweitern.
Das sollte unser aller Streben sein. Wenn ihr das gar nicht erst wollt, dann okay, dann macht's nicht. Das heißt aber auch, dass ihr euch, wie gesagt, wieder limitiert, ne? Also ich kann nur jedem empfehlen, setzt euch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinander. Glaubt nicht gleich jeden Scheiß, egal ob es der Oldschool-Bodybuilder ist oder ob es der Theoretiker ist, wobei ich immer mehr für die Leute bin, die wirkliche Sportler sind. Das ist ganz einfach. Ihr nehmt euren YouTuber, den ihr als Vorbild habt. Der will in erster Linie Business machen. Darum dreht sich sein Leben. Der macht jeden Tag Videos und so weiter. Darum dreht sich's. Der nimmt das alles nicht so ernst. Ich sehe viele von denen, diese Privatprofile auch. Die schreiben dann: Oh Leute, wie geht's euch so? Hat er seine Vorteile, wenn man in der Off-Season nicht so gut essen kann, dass man immer shredded as fuck? Ja, wie willst du dir den als Vorbild nehmen, wenn es darum geht, viele Muskeln aufzubauen? Wenn der selber schon sagt, er schafft es in der Off-Season nicht richtig zu essen und ist deswegen immer shredded. Wie willst du da richtig aufbauen? Den kannst du also nicht als Vorbild nehmen. Du musst schon jemanden als Vorbild nehmen, der das richtig lebt und durchzieht. Und das sind diese Leute halt meistens einfach nicht. Und die sind ja auch ganz frisch in dem Sport. Das ist halt auch so ein Faktor. Ihr nehmt Leute, die ganz frisch in dem Sport sind. Das ist immer so. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Nach wie vor, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, obwohl ich halt nicht kleingeistig bin. Weil, wie gesagt, ich orientiere mich als Vorbild doch als Fußballfan an irgendwelchen Leuten, die in der Nationalmannschaft spielen und nicht unbedingt am Kreisligaspieler. Und da kommt ihr wieder dann alle nur mit dem Stoffgebabbel, von wo ihr halt keine Ahnung habt. Ja, es liegt halt, die Leistung, die die erbringen, hängt halt viel damit zusammen, dass die den Sport gar nicht leben. Und hier mal zum Punkt Natural Bodybuilding, ne? Wenn wir auf diese Richtung mal eingehen wollen. Da sollten sich manche Athleten auch mal ein bisschen bedeckt halten. Na, weil, also, was ich in persönlichen Kreisen da immer erfahre, ja, und dann sehe ich die Leute, ist ganz einfach. Halt doch einfach die Klappe. Lass doch diesen Natural-Scheiß-Gebabbel und so, wenn es nie so ist. Wenn jemand wirklich dazu steht und so, ist ja schön und gut, das freut mich und alles, ist auch alles toll. Aber ich sehe das so viel, dieses Natural-Gebabbel, und dann ist es einfach mal, ne? Und vor allen Dingen viele, die wollen mit diesem Wort Natural einfach kompensieren, dass sie nicht gut sind. Weil ich kann euch eins sagen. Ja, unser Sport ist wie jeder andere Sport auch gespickt mit Steroiden. Nur dass bei uns das ein bisschen eher anfängt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das heißt, in anderen Sportarten fängt es vielleicht nie im untersten Amateurbereich schon an, sondern erst ein bisschen höher. Aber sie sind in jeden Sport involviert. Problem ist einfach, ich kann euch eins sagen, wenn Leute wie Phil Heath, Ronnie Coleman niemals Steroide genommen hätten, ich erkläre euch das mal kurz, dann würden die trotzdem jede Naturalmeisterschaft auf der Welt, hätten die gewonnen, 20 Jahre am Stück. Weil die einfach eine außergewöhnliche Genetik haben, die ihr halt nicht habt. Und viele Leute, die ihr auf Naturalbühnen seht, die haben gar nicht die Genetik. Viele Leute nämlich haben sogar schon mal Steroide probiert. Naja, das kann ich euch sagen. Und es hat einfach nur nicht so krass gewirkt. Und deswegen sind die einfach beim Natural Bodybuilding geblieben. Weil die nämlich gemerkt haben, okay, scheiße, es funktioniert nicht so krass, dann bleibe ich dabei. Da bin ich nämlich ganz gut. Ihr könnt nichts als Nonplusultra nehmen. Ihr wisst nie, was in euch steckt, bevor ihr nicht alles probiert habt. Das wisst ihr vorher nicht. Ihr könnt nicht sagen, wow, okay, dieser Typ, der ist deutscher Meister im Natural Bodybuilding. Das heißt für mich jetzt, mehr als das geht natural nicht. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn, wer sagt denn das? Weil der den Titel gewonnen hat? Wer nimmt denn da alles dran teil? Haben sich da 100.000 Leute beworben? Nee. Haben sich da 100.000 Leute eingeschrieben? Nee. Das ist jetzt der eine, der mitgemacht hat. Wie viele machen denn sowas überhaupt mit? Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die übelste Maschinen sind, die einfach gar keine Lust auf die Bühne haben? Wisst ihr, wie viele die wahrscheinlich wegrochen würden auf der Bühne? Der ist, der Typ, der dort oben steht, der ist ein was. Der ist der beste Natural-Bodybuilder als Sport. Ja? Als sportlicher Sicht gesehen. Da es eine Sportart ist, wenn du auf der Bühne bist, bist du ein aktiver Sportler. Wer es nicht macht, ist inaktiv. Ich, viele andere, eher inaktiv. Ja? Wir gehen nicht auf die Bühne. Das ist ja das I-Tüpfelchen. Das gehört da dann dazu. Also der ist als Wettkampfathlet auf der Bühne der Beste. Aber ob der beste Natural Bodybuilder in Deutschland ist, wer sagt denn das? Wer sagt denn das, dass so viele Leute, die in Studios rumhocken, nicht besser sind als der? Macht euch mal Gedanken darüber. Ist jetzt ein extrem langes Video geworden. Fragen, Anregungen, ihr könnt gerne die Kommentare vergewaltigen. Ja, wie gesagt, öffnet euch mal ein bisschen und dann denke ich, werdet ihr auch im Leben vorankommen. Das war's von meiner Seite. Ich muss meine Brust mal wieder rasieren, ey, krabbelt.